Hallo Leute, heute in Elektrotechnik. 5 Minuten mein Zeugnis, das mich in der Realschule in der 9. Klasse zum Schulbesten gemacht hat und ja, sogar eine Auszeichnung bekommen. Und das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen, dann im Nachgang zeigen, was eine traurige Geschichte dazu ist, zu diesem Zeugnis und das Nächste, was ich daraus gelernt habe, beziehungsweise was ich aus generell dem Notenthema mitnehmen kann oder beziehungsweise euch weitergeben kann, was ich mitgenommen habe. So muss ich es formulieren. So, jetzt, also machen wir zuerst mal hier das Zeugnis. Also jetzt müsst hier sich irgendwie was verschoben haben. Und ja, gehen wir mal die einzelnen Fächer durch. Die meisten von euch haben ja Ähnliches gehabt oder haben jetzt gerade irgend so Notenform in Bekanntgabe Ende der Woche. Und ja, also Religion, klassisches Lernfach, Deutsch. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Für mich war es eine Riesenschwäche, sage ich ganz ehrlich, für mich war es eine Riesenschwäche, sauber in Deutsch den Satz zu formulieren, habe ich immer noch drin. Nehmen mit H, ohne H, tue ich mir extrem schwer mit sowas. Also, weiß ich damals noch, konnte ich nur mit Grammatik, also mit der Syntax, sagt der Programmierer von euch, diese Noten erreichen und mit mündlichen Vorträgen, also präsentieren und so weiter. Das konnte ich damals schon sehr gut. Englisch, ja, habe ich damals nicht realisiert, aber ist ein unglaublich wichtiges Fach geworden, eine Kompetenz, die man haben sollte. Ja, dann Mathematik, brauche ich nicht reden, Physik brauche ich nicht reden, Chemie brauche ich nicht reden. Ist eh ganz klar, das muss man beherrschen. Also das ist wichtig zu lernen und zu verstehen. Geschichte, Erdkunde, Wirtschaft und Recht, wieder wichtig. Gerade die Rechtsthematik, ganz wichtig sowas. Sport, schadet nicht, zu jedem gesunden Geist gehört ein guter Körper. Musik, naja, wenn man es richtig lernen will, dann mit Sicherheit was Interessantes. Kunsterziehung, ja, später ist es Richtung Konstruktion, da ist es ein bisschen interessanter dann geworden. Und Informationstechnologie, ja, brauchen wir nicht reden, ist mittlerweile absolutes Gut. Und mit gut meine ich nicht einfach nur irgendwelche Apps vom App Store runterladen zu können, sondern auch schon mal einen Computer zu haben und auch mal im Word und Excel was zu kantieren zu können, was viele ja nicht mehr können in der heutigen Zeit, weil es irgendwie nicht mehr gelernt wird, genau wie das 10-Fingersystem. So, das zu meinem Zeugnis und jetzt die traurige Geschichte zu diesem Zeugnis. Und zwar das Traurige ist, es war unglaublich viel Aufwand, diese Noten zu erreichen. Also das ist, könnt ihr mir vorstellen, man bippert um jeden Tag, wenn irgendwelche mündlichen Leistungen, unangesagte mündliche Leistungen, man muss immer parat sein, absolut das Beste zu bringen. Und das ist schon massiver Leistungsdruck, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich mir selber damals gesagt habe oder angetan habe. Und jetzt kommt das absolut Traurigste, dieses Zeugnis hat weder irgendeine spätere Hochschule gesehen, weder irgendeine weiterführende Schule. Das einzige Person, die dieses Zeugnis gesehen hat, war meine Mutter, die hat es auch entsprechend unterschrieben. Die Unterschriften habe ich unten aber jetzt weggeblendet, auch vom Schulleiter, vom Klassenleiter. Grüße an meinen Klassenleiter, vielleicht erinnert er sich noch an mich. Hoffe ich zumindest mal. Und sauberer Mann. Und ja, das ist auf jeden Fall das Traurige an der ganzen Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, was habe ich daraus gelernt? Also Einzelnoten sind im späteren Verlauf mehr oder weniger nicht mehr entscheidend. Also die interessiert mich keinen mehr. Es geht später mal um den Schnitt. Was habt ihr für einen Schnitt? Reicht dieser Schnitt, gerade im Abiturbereich, reicht dieser Schnitt fürs Studienfach? Ja oder nein? Ob jetzt hier eine Geschichte eine 4 drin steht oder eine 3 drin steht? Interessiert auf Deutsch gesagt keinen. Und das ist auch, was ich euch ans Herzen lege. Legt den Fokus auf Fächer. Gerade wenn ihr, sage ich mal, nicht die leistungsstärksten Leute sind. Fokussiert euch. Fokussiert euch auf Fächer, die ihr irgendwie beherrscht, die euch Spaß machen. Und das ist für später viel, viel wichtiger, als immer mit den Schwächen rumzueiern. Ich habe und zu dieser Zeit immer versucht, meine Schwächen, gerade in den sprachlichen Bereich, immer auszubauen und zu verbessern, Vokabeln zu lernen. Katastrophe, Diktate, Katastrophe, Kommasetzung,
Katastrophe, immer das Zeug durchzupacken, wie viel Zeit ich für diese Sachen gebraucht habe, was mir später im Leben sehr, sehr wenig gebracht hat. Weil es aus jetziger Sicht die absolut falsche Lernstrategie war, dieses Fach zu lernen. Also Englisch, muss ich wirklich sagen, studiert irgendein englisches Fach, wo Englisch nebenbei ist. Und ihr werdet so viel, so schnell Englisch lernen, das könnt ihr mir, das glaubt ihr mir nicht. Also, ich habe 2 englischsprachige Master gemacht, da habe ich Englisch gelernt. Nicht auf 13, 14 Jahre Abiturschule oder Gymnasium, wie das Ganze Voss, ich war nicht am Gymnasium, Voss heißt. Also, das hier nur als Message mal an euch, was ich zu dem Ganzen habe. Und denkt immer dran, Noten sind eine momentane Aufnahme. Die heißen, die sagen nichts über eure Persönlichkeit aus. Die sagen gar nichts aus über euch. Es ist einfach nur, okay, so war ich jetzt. Ich möchte euch einerseits den Druck rausnehmen und andererseits die Fokussierung auf die wichtigen Fächer euch, dass ihr euch auf die wichtigen Fächer konzentriert. So, das war jetzt hier dieses kleine Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Message. Schreibt mal drunter, was eure Erfahrungen sind. Vielleicht auch gerade die Eltern, die schon im Beruf sind, mit ihren Zeugnissen, was sie in ihrem ganzen Leben bekommen haben. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Alexander Wichtreich. 5 Minuten und genießt die Sommerferien und die ganzen Schüler da draußen oder die Semesterferien. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.